Die ist da oben irgendwo. Also die Kirche und alles ist dort. So, als nächstes wollen wir wieder hier hoch. Und da runter. Dafür nehmen wir die andere Leiter. Hier drüben. Genau. Und gehen als nächstes gleich die Leiter hier hoch. Weil da unten ist erstmal etwas, mit dem ich mich noch nicht gleich anlegen möchte. Ich möchte erst den Blowdart-Sniper hier oben loswerden. Genau, da ist er ja. So, ein Schlag, Niedermoosklumpen. Sehr schön. Und hier gibt es sogar ein Secret-Bereich. Also wenn man die Leiter hier nicht unbedingt übersieht. Erst einmal sind dort Gegner, die einfach mal so runterklettern. Ja komm, hau das Rad kaputt. Und fall runter. Ja, und komm wieder hochgeklettert. Man merkt, die Ghule hier sind noch döver als die Hüllen in der Stadt der Untoten. Und das, obwohl sie gefährlicher sind eigentlich. So. Erstmal, wenn man hier runter guckt, sieht man eine Nebelwand. Und wenn wir die Nebelwand erreicht haben, haben wir eigentlich das Schlimmste geschafft. Und wir sind hinter dem Wallhugger gelandet. So heißt das Viech nämlich hier. Eigentlich heißt der Wall Parasit. Oder Parasite. Und der hat eine Pyro bewacht, die uns so gesehen nicht viel bringt. So, eine Leiche. Wir haben jetzt eher ein Problem hier, nämlich genau den da. Den müssen wir auch erstmal wieder irgendwie loswerden. Weil gegen den habe ich keine große Lust hier zu kämpfen. Wow. Nur den richtigen Weg hochfinden müssen wir. Uns kurz heilen. Und dann können wir ihn von da aus wieder irgendwo hinlocken. Wo er... uns eben au. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich würde ihn am liebsten wegballern, aber von hier aus reicht die wahrscheinlich nicht. Nein, in dem Winkel kann ich nicht schießen. Also ja, wie kriegen wir dich da am besten weg? Ich mag nämlich nicht unbedingt gegen den auf in diesem engen Raum da kämpfen. Da verpasst dann wir ordentlich eine. Ja. Komm mal hierher. Irgendwie werde ich dich ja schon loswerden. Ja genau, ich gehe einfach hier hin. Hochklettern kann er nicht und gehe dann ein Stück darüber. Genau. Komm. Hast du dich in dein Verderben gestürzt? Wahrscheinlich eher nicht. Du hast dich nur da runtergestürzt irgendwo, oder? Nein, du hast dich doch in dein Verderben gestürzt. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier den Weg weitergehen. Ganz in Ruhe. Hier gibt es nämlich nichts mehr Außergewöhnliches.
Nur hier steckt, glaube ich, ein Kopf in den Fackelhalter. Nur hier gibt es was Interessantes, wenn man da runter guckt. Aber erstmal wollen wir durch die Nebelwand gehen, um sie zu aktivieren. Jupp. Aber darunter wollen wir noch nicht. Wir nehmen nämlich jetzt hier diesen unkonventionellen Weg. Ich mag den nicht so besonders. Wow. Genau. Wir können hier die Peitsche aufsammeln. Also einen auf Indiana Jones machen jetzt. Und müssen uns jetzt gucken, dass wir uns hier dazwischen runterfallen lassen. Da ist nämlich kein Loch. Genau. Gut. So sind wir nämlich schneller hier unten. Ansonsten hätten wir einfach hier runterklettern können, wenn wir die Peitsche nicht unbedingt gewollt hätten. Und ich sehe Sonnenlicht. Ja, und auf der anderen Seite von dieser Wand hier sieht man auch noch Zeug rumliegen. Eine Truhe kann man auch gut erkennen. Da. Da kommen wir aber von woanders aus hin. Und ja, seht ihr, wir haben zwei Leitern gespart. Gehen wir die Leitern mal runter, denn hier erwartet uns jetzt neues Viehzeug. So. Nämlich diese Riesenbugs, die Feuer spucken können. Und hier müsste der Dicke gelandet sein, genau. Hier ist der Infested Barbarian gelandet. So. Hier müssen wir wieder aufpassen, weil man sieht sie schon fliegen. Dort hinten ist nämlich noch ein Blowdart-Sniper. Das ist dann Nummer 4. Und hier kommen wir nicht mehr hoch, deswegen müssen wir einfach runter. Und wir sind wieder giftig. Hups, das war falsch. So. Und man hört die Viecher da unten rumlatschen. Gut. Schieß ruhig. Oh, vorbei. Und wieder giftig. Ah, ich habe meinen Rücken zugedreht. Ja, da ist es gut, dass wir mehrere von denen haben. Ich springe einfach hier runter und bringe ihn um. So, genau. Wenn ich nah genug an den Rand stehe und ein bisschen warte, dann hört er auf zu spucken. Wanderersachen und ein Fallchirn. Also ja, der Wanderer wäre eine andere Klasse gewesen, die wir halt auswählen können. Und wenn wir halt seine Klasse nicht ausgewählt hätten, würden wir so an seine Rüstung kommen. Also ein, wenn man Wanderer als Klasse, als Startklasse auswählt, hätten wir mit der Wanderer-Rüstung, die wir gerade bekommen haben, gestartet. Was machst du da drin? Wahrscheinlich sterben. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh. Das war scheiße. Kamera gespackt und alles gespackt. Naja. Einmal zurück, bitte. Genau. Naja, gut, den Weg kennen wir ja. Dabei hatten wir es fast bis ganz runter geschafft. So, über uns haut einer Gläser, Wände zusammen. So, hier müsste noch ein Hund sein. Wow, der Flammenwerfer. Genau, stirb. Jetzt müssen wir noch den Gegner hier hinter uns töten, der gleich die Leiter runterkommt. Genau. Warum hat der erste Angriff nicht getroffen? So, der hat jetzt getroffen. Ja, der Tod gerade war etwas doof. Panikmodus Tod. So, aber jetzt können wir uns halt ganz in Ruhe hier durchkämpfen. So. Ich will dich töten.
Stirb bitte. Ja, danke. Zerbrochenes Schwert. Gut, die Blowdart-Sniper, die respawnen zum Glück nicht. Deswegen können wir etwas beruhigter vorgehen. So, wir müssen erst einmal hier runter. Und jetzt müssen wir warten, bis hier die Gegner hochkommen. Hier drüben müsste es einer oder zwei sein. Ja, hier ist es einer. Und hier kommen die anderen. Na, kommt hoch. Oder ich hau euch einfach da weg. So. So. Und der andere hier, den hätte ich eigentlich auch gerne, dass er mir nicht irgendwann doch noch in den Rücken fällt. So. Verkünstel dich nicht so mit deinem Angriff, dann könntest du mich auch mal treffen. So, hier runter wieder. Und jetzt müssten wir wieder hier lang. Hat uns der Dicke gewittert? Ja, hat er. Dann komm doch mal hoch hier. Ja, komm. Ja. Hau ruhig zu. Und tot ist er. Dankeschön dafür. Jetzt sind noch die hier im Weg. So, stirb. Bitte, so, danke. Und jetzt nehmen wir einfach den ganz normalen Weg, den wir sonst gewählt hätten. Mit der Leiter. Nicht wieder diesen Halsbrecherweg. So. Hier runter. Und Ausschau nach meiner Seele halten. Wäre auch eine gute Idee. Autsch. Ja, genau. Fackel hier einfach mal rum. Und ich schlag dir dann den Kopf ein. Hier ist wieder das Jaucheküchlein vor dem gerade eben Gestorbenen. Der Blowdart-Sniper ist ja zum Glück weg jetzt. Also kann ich hier in Ruhe runter. Achso, so hast du dich wahrscheinlich hinter der Wand verkeilt. Gehabt. So. Und da ist mein Seelenhaufen. Sehr schön. So, weg mit euch. Seelenhaufen einsacken und die Fliegen ignorieren einfach. So, weil hier geht es jetzt dann wirklich abwärts. So, mit so einem Hieb dürften wir sie wenigstens kriegen. Die blöden Fliegen. Weg mit euch. Eine Flasche einwerfen zur Sicherheit. So, weg mit dir. Und du, hör auf mich zu hauen. Sehr gut. So, Sprungangriff. Weg mit dir. Und wir sind vergiftet, weil wir hier im Sumpf stehen. Beziehungsweise in dieser Kloake. Deswegen wollen wir ganz schnell hier weg. In dieses Ding hier rein. Weil hier ist ein Leuchtfeuer, an dem ich rasten will. Leuchtfeuer entzünden. Sehr gut. Okay, gucken wir uns hier weiter um.